5 VW Californias gibt es mittlerweile, also 5 verschiedene Varianten, und ich habe schon ein paar Roomtouren dazu gedreht und ihr habt immer wieder gefragt, Markus, wo liegen denn jetzt genau die Unterschiede? Jetzt habe ich sie alle auf einen Schlag hier und ich will sie euch zeigen. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und ich bin ganz hier hinten. Warum? Heute gibt es ein ganz spezielles Video. Ich bin extra nach Hannover gefahren, denn ich habe schon ein paar Roomtouren zu den Bullis gemacht und ihr habt mich immer gefragt, ja, aber wo sind denn jetzt genau die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen? 5 Stück haben wir heute hier, alle, die es jetzt gibt, und ich möchte sie euch zeigen. Angefangen hier vom Beach Tour über den Beach, dann geht es weiter zum Beach Camper über in den Coast und last but not least kommen wir noch zum California Ocean. Und das sind alle 5 Modelle, die ich heute gegenüberstelle. Wie ist das Video gegliedert? Ganz einfach. Wir fangen erstmal an mit dem Ocean Coast und gehen dann über und gucken uns mal an, was die Unterschiede bei den Beach sind. Und das Ganze findet ihr natürlich hier unten in den Sprungmarken gegliedert, sodass ihr genau an die Stelle springen könnt, die euch ganz besonders interessiert. Und eine Sache ist mir an dieser Stelle noch ganz wichtig. Natürlich habe ich mir diese ganzen Bullis nicht selbst gekauft. Sie wurden mir freundlicherweise für 2 Tage von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover zur Verfügung gestellt. Ich habe auch kein Geld dafür überwiesen bekommen. Im Gegenteil, sogar das Spritgeld habe ich selber investiert von München nach Hannover, weil es mich a, einfach selber wirklich interessiert und b, weil ich aufgrund des Feedbacks der anderen Videos gesehen habe, dass da wirklich bei euch ein bisschen Bedarf ist in Sachen Aufklärung dieser ganzen vielen Produktvarianten. Und ihr findet auf meinem Kanal natürlich auch ganz, ganz viele andere Hersteller. Das sei einfach nur nochmal erwähnt. Viel Spaß! Ja, und von außen, da erkennt man die Unterschiede gar nicht wirklich so einfach, denn alle Fahrzeuge bauen erstmal auf dem Multivan bzw. Multivan Live auf. Darauf kommen wir gleich. Alle haben ein Aufstelldach, alle haben Markisen, aber auch da ist was auffällig. Und alle haben 2 Seitenschiebetüren. Und das ist neu zu diesem Modellwechsel, deswegen bin ich so unfassbar stolz auf mein Intro. Den Unterschied außen, der wird am einfachsten deutlich, indem man auf die Typenbezeichnung guckt, die hinten an den Seiten aufgedruckt ist. Am besten sieht man den Unterschied der Fahrzeuge wirklich von hinten bzw. von der Seite. Deswegen habe ich überall mal den Kofferraum geöffnet. Die ersten 3 Modelle, das sind die Beach-Modelle. Die unterschiedlichen Beach-Modelle, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und hier haben wir einmal den Coast und einmal den Ocean. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden, also Coast und Ocean und der Beach-Serie, sind, dass hier in dem Ocean und dem Coast eine Küchenzeile und Schränke verbaut sind. Die finden wir in der Beach-Variante nicht. Und das ist mal der größte Unterschied. Jetzt gucken wir aber genauer auf den Coast und den Ocean. Was ist also jetzt der Unterschied zwischen dem Coast und dem Ocean? Und das fängt schon mal im Basisfahrzeug an. Denn hier ist das Basisfahrzeug der Multivan Live. Hier ist es der Multivan. Und da siehst du zum Beispiel den größten Unterschied vorne am Licht. Denn bei dem Ocean, also bei dem Multivan Live, ist unten eine Lichtleiste, die quasi über das ganze Fahrzeug geht an der Frontseite. Das haben wir hier wiederum nicht. Es gibt aber noch viele weitere Details. Das erste sehen wir hinten schon und das ist das Dekor. Und da schauen wir uns direkt mal im Vergleich an. Auf der linken Seite sehen wir den Coast. Das ist eher einfach und schlicht gehalten. Auf der rechten Seite der Ocean. Jetzt sitzen wir gemeinsam im Ocean und gerade sitzen ist hier auch leicht anders, zumindest vom Design. Und zwar haben wir bei den Frontsitzen hier bei dem Ocean den California-Schriftzug noch mit eingestickt. Das finden wir bei dem Coast nicht. Generell ist hier der Stoff ein klein wenig anders und auch die Farbgebung ist ein klein wenig anders. Aber das alleine war es noch nicht, sondern wir haben hier zum Beispiel auch einen Dachstaukasten. Das wiederum haben wir bei dem Coast nicht. Bei dem Coast finden wir ein Ablagenetz. Und dieses Netz ist gar nicht so geschickt, um während der Fahrt hier irgendwelche Sachen unterzubringen, sondern das ist vor allem dafür gedacht, wenn ich im Fahrzeug liege, dass ich oberhalb eine Ablagefläche habe, zum Beispiel für meine Taschenlampe, für mein Buch, für mein Handy etc. Ja, und durch diese bisschen unterschiedliche Ausstattung haben wir dann natürlich auch unterschiedliche Preise bei dem Coast und dem Ocean. Und daher machen wir ja gleich mal den Preisstempel dran. Der Ocean beginnt bei 84.359,10 €, der Coast bei 77.831,95 €. Aber ansonsten sind keine großen Unterschiede da. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal im Vergleich den Beach an.
Über den Hauptunterschied haben wir ja schon gesprochen. Also wir haben hier Möbelbau drin im Sinne von Küche und Schränken. Und das ist bei dem Beach hier schon wieder ein bisschen anders. Wobei, so ein bisschen gelogen habe ich auch schon wieder, denn bei dem Beach Camper, übrigens der einzige Beach, den ich als Wohnmobil zulassen kann, der hat auch eine fest verbaute Küche und die sehen wir hier. Und das ist auch genau das Element, warum dieses Fahrzeug hier auch als Wohnmobil zugelassen werden kann. Bei den anderen beiden Beach hingegen habe ich keine Küche und somit auch keine Möglichkeit, diese Fahrzeuge als Wohnmobil zuzulassen. Ein weiterer Unterschied sind zum Beispiel die Sitze. Beim Ocean und beim Coast reden wir von 4 Sitzplätzen, die maximal möglich sind in diesem Fahrzeug. Das verhält sich beim Beach anders. Hier beginnen wir bei 4 bis 6 Sitzplätzen. Wie ist das aufgebaut? Bei dem Camper und bei dem Tour habe ich die Möglichkeit, bis zu 5 Sitze zu verbauen. In dem Beach, also in dem normalen Beach, kann ich sogar bis zu 6 Sitzplätze verbauen. Dafür habe ich hier aber unten kein Bett, sondern nur oben. Das bedeutet, bei allen 5 Modellen habe ich oben immer ein Bett. Bei dem Beach ist der einzige, wo ich hier unten kein Bett habe. Bei allen anderen Modellen habe ich unten auch ein Bett. Zusammengefasst heißt das also, bei dem Ocean und dem Coast haben wir bis zu 4 Sitzplätze und bis zu 4 Schlafplätze. Bei dem Beach Tour und Beach Camper habe ich bis zu 5 Sitzplätzen und bis zu 4 Schlafplätzen. Und bei dem Beach habe ich bis zu 2 Schlafplätze, dafür bis zu 6 Sitzplätze. Könnt ihr mich sehen? Ein wichtiger Unterschied zwischen den verschiedenen Varianten ist nämlich auch die Bettbreite. Ich rede jetzt mal vom Ocean und vom Coast. Ich selber bin gerade im Coast und hier haben wir eine Breite von 1,08 Meter im unteren Bett. Und jetzt befinden wir uns gerade im Gegensatz dazu in einem Beach und zwar in dem Camper. Bett habe ich ja beim Beach, nur beim Camper und beim Tour. Und hier habe ich eine Breite des Bettes von 1,36 Meter und das ist natürlich ganz was anderes. Und das ist klar, weil hier habe ich halt kein Möbelbau auf der Seite. Ja, und das sind dann letztlich knapp 30 cm Unterschied. Und ich habe mir auch nochmal Bilder rausgesucht von den Roomtouren der jeweiligen Fahrzeuge, damit ich euch die Länge des Bettes zeigen kann. Sowohl bei dem Ocean als auch bei dem Coast reden wir hier von 1,98 Meter und dasselbe haben wir auch bei dem Beach Camper und dem Beach Tour. Und wenn ihr jetzt fragt, wie es sich mit dem oberen Bett verhält, das ist wieder bei allen 5 Fahrzeugen gleich. Sprechen wir über die Aufstelldächer. Hier vorne sehen wir 2 blaue Dächer und hier hinten 3 graue Dächer. Was hat es damit auf sich? Graue Dächer sind erstmal immer manuelle Dächer. Das heißt, du musst sie mit Schmackes nach oben und nach unten bringen. Da gibt es nur die Variante des grauen Stoffbalks. Bei den elektrohydraulischen kann ich aus 3 verschiedenen Farben wählen. Grau, blau und braun. Jetzt ist die einzige Besonderheit hier wieder bei dem blauen Fahrzeug und zwar bei dem normalen Beach, denn hier ist das einzige Fahrzeug, das ich nicht mit elektrohydraulischem Dach bestellen kann. Summa summarum habe ich hier immer einen grauen Stoffbalk. Und dann gibt es noch die Thematik mit der Lackierung des Daches. Aber da bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht mehr durchgestiegen. Das müsst ihr selber konfigurieren. Das ist so ein bisschen abhängig davon, welche Außenfarbe ihr habt. Schwarzes Dach gibt es immer. Und ansonsten kommt es ein bisschen darauf an, ob ihr das Dach auch in Wagenfarbe haben könnt oder nicht. Aber da guckt ihr einfach selber in den Konfigurator. Ja, und die Maße des Bettes sind dann bei allen Aufstelldächern gleich. Da haben wir immer 1,14 Meter mal 2,05 Meter. Sprechen wir als nächstes über das Heizen. Und das ist ja nicht nur für Wintercamper interessant, sondern auch, wenn ich dieses Fahrzeug als Alltagsfahrzeug einsetze, um beispielsweise die Scheiben immer frei zu haben. Generell gibt es erstmal 2 Systeme. Wir haben einmal die Luftstandheizung und einmal die Wasserstandheizung. Das Besondere jetzt bei dem Ocean, wo ich gerade stehe, ist, dass die Luftstandheizung immer serienmäßig schon mit verbaut ist. Was ist die Luftstandheizung? Ganz einfach, diese befindet sich hier im Innenraum. Das bedeutet, wir haben hier 2 Düsen, über die warme Luft in den Innenraum geheizt wird. Und die zweite Besonderheit ist, dass diese Heizung auf Dauerbetrieb gestellt werden kann. Das bedeutet, wenn ich also zu kälteren Temperaturen hier drinnen lebe, im Sinne von ich übernachte hier, ich verbringe einen schönen Abend drin, dann läuft diese Heizung, solange ich die am Laufen haben möchte. Anders verhält es sich bei der Wasserstandheizung. Diese sorgt dafür, dass warme Luft hier aus den vorderen Schächten austritt und dient eigentlich nur dazu, dass hier die Scheiben enteist werden. Und deswegen ist sie auch maximal, ich meine, 30 Minuten im Einsatz. Aber korrigiert mich da gerne in den Kommentaren, schreibt es mal drunter. Vielleicht ist sie auch ein bisschen länger. Ich will nur sagen, die ist zeitlich limitiert. 30 Minuten macht sie auf alle Fälle, vielleicht macht sie auch 45. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir haben jetzt also gelernt, wir haben 2 verschiedene Heizsysteme und diese kann ich eigentlich bei allen Varianten kombinieren. Mit einer Ausnahme, beim Beach kann ich das nicht, denn hier gibt es keine Luftraumheizung, hier gibt es nur die Wasserstandheizung, die ich aber auch nur optional dazu buchen kann.
Diese Klappe zeugt von etwas Besonderem. Optional ist dieses Fahrzeug nämlich als Hybrid verfügbar. Und das bedeutet, damit holst du dir auch dein Allrad in dein Fahrzeug. Möglich ist das bei allen Varianten, Ocean, Coast oder Beach, völlig egal. Und das Besondere dabei ist, wir haben ca. 20 Kilowattstunden hier verbaut. Das bedeutet, wir haben vermutlich mal eine Reichweite von 90, vielleicht ein bisschen mehr Kilometer rein elektrisch. Unklar, das ist jetzt nicht mega weit, aber dafür kommst du fast absolut lautlos morgens vom Campingplatz los. Hört mal. Und das Besondere ist jetzt auch in dieser neuen Generation, dass du sie AC mit 11 kW laden kannst und es ist sogar DC-fähig, also damit quasi schnellladefähig. Das sind sie also jetzt, die hauptsächlichen Unterschiede dieser 5 Fahrzeuge. Ich glaube, man kann sie zwischen 2 Kategorien unterscheiden. Einmal den Ocean und den Coast, das sind eher so wirklich die Campingfahrzeuge mit dem Möbelbau. Und dann die Beach. Die sind wahrscheinlich eher auf Alltag ausgelegt, aber du bist eben auch in der Lage, damit campen gehen zu können. Und wenn ihr jetzt noch weitere Fragen zu diesen Fahrzeugen habt, dann verlinke ich euch zum einen noch andere Videos, denn es gibt sowohl zu dem Beach als auch zu dem Ocean detaillierte Roomtouren und es gibt auch noch mal ein Video, wo es nur um die Unterschiede der Beach geht. Da gehen wir dann wirklich noch mal komplett ins Detail, was diese 3 Modelle betrifft und das verlinke ich euch natürlich alles sehr, sehr gerne und ihr findet das auch unten in der Videobeschreibung. Zudem habe ich eine Matrix auf meiner Webseite angefertigt, wo ihr einfach noch mal durchgehen könnt, welches Fahrzeug hat welche Funktionalität. Naja, und jetzt bin ich super gespannt, welcher dein Favorit wäre. Schreib das super gerne unten in die Kommentare. Natürlich auch, wenn du Fragen hast, dann würde ich versuchen, die so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn ihr mich jetzt noch fragt, was mein Favorit wäre, ich bin ehrlich, ich bin mit dem VW Camper groß geworden. Und das war damals immer eher der Ocean. Der hieß damals anders, aber ich hatte immer den mit dem Möbelbau. Heute ist das ehrlicherweise ein bisschen anders. Vielleicht auch geschuldet durch meine Lebenssituation. Aber heute wäre es genau dieser hier. Und zwar der Beach Tour. Warum? Weil er durch diese Einzelsitze super flexibel ist. Er ist jetzt alltagstauglich. Du kannst trotzdem unten und oben schlafen. Du hast die Luftraumheizung. Die wäre mir immer sehr, sehr wichtig, wenn ich damit auch im Winter unterwegs bin. Er ist trotzdem mega flexibel. Wenn du einkaufen möchtest, hast du hier wahnsinnig viel Platz. Also, das wäre meiner. Jetzt kennst du also meinen Favoriten und ich würde mich jetzt wahnsinnig über ein Like von dir freuen. Das ist einfach eine kleine Bestätigung für mich, solche Videos weiterzumachen und ein kleines Dankeschön. Ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte, ein bisschen in der Entscheidungsfindung und wünsche dir jetzt, egal mit welchem Fahrzeug auch immer du unterwegs bist, ganz, ganz tolle Touren und das Wichtigste ist, dass du gesund und glücklich wieder zurückkommst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, dein Markus. Ciao.